kann einfach immer nur wieder betonen, wie schön es doch hier ist. Und wie gut doch Bewegung tut. Darum lassen wir sie hier wieder springen und ihrem Abenteuerurlaub frönen. Und ich... Tatsächlich, ich bin genau da, wo ich es erwartet habe. Das heißt, hier unten wird uns das eine oder andere Rätsel erneut erwarten. In der Zwischenzeit habe ich nämlich eben gelernt, wie man diesen... Errungenschaft freigeschaltet, auf der Suche nach Ärger. Genau. In der Zwischenzeit habe ich nämlich festgestellt, wie wir diese Knocheneimer oder Knochenfeuer hier hinten benutzen können. Und das werde ich natürlich jetzt ein bisschen ausnutzen. Das heißt, diese Episode verspricht wieder Spiel, Spaß, Freude, hoffe ich zumindest auch für euch. Oh, ist das... Ist das das, was ich denke? Oh Gott, das war knapp. Bist du da? Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen die von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu, ich komme und hol dich. Ich werde dich da rausholen. Bitte, bitte hilf mir, Lara. Ich versprech's dir. Ich versprech's dir, Sam. Hey, sie hat das Ding gelegt. Sam? Sam? Hilfe! Lass sie in Ruhe, ihr verdammten Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Ich könnte jetzt in der Theorie, und das mache ich jetzt noch ganz kurz, allerdings nicht lange, nicht die Munition hier hinten sammeln, sondern hier mir den Ausgang wieder freischießen. Dann sind wir nämlich genau auf der Gegenseite von dem Gebiet, wo ich eigentlich hin hätte wollen. Die Frage ist jetzt, soll ich Sam warten lassen und da noch ein paar Rätsel mit euch lösen? Ach, machen wir es ganz kurz. Also das eine, was ich nämlich noch machen wollte, war das hier. Das müsste auch jetzt nämlich funktionieren. Noch mehr Bergungsgut. Dann können wir nämlich dieses Gebiet hier innerlich auch schon bald abschließen. Noch einmal rüber. Wir sind noch nicht durch. Hier liegt noch Munition. Und hier hinten liegt noch eine Kiste. Sam, tut mir leid, so lange hältst du sicher noch aus. Und unglaublich, wie sich dieses Gebiet verändert hat. Ist mir gar nicht aufgefallen davor. Ich habe mich doch, als ich das erste Mal hierher kam... Wildschwein? Nee, ich werde immer abgelenkt. Ich wollte sagen, das erste Mal, als ich hierher kam, hatte ich doch das Gefühl, ich muss hier nach oben gelangen können. Das kann ich in der Zwischenzeit auch. Durch den Absturz des Flugzeugs. Wildschwein jagt mit was bitte? Ach komm, wir probieren es mit der Pistole. Wo ist... Hier oben ist ja alles Mögliche. Okay, zuerst mal du. Dann du. Und wo ist das Wildschwein hin? Und... Willst du mich angreifen oder was hast du vor? Hallo? Na, so weit weg kannst du ja nicht. Das war mal der Teil. Dann der Teil. Schmetterlingsjagd, die gerade rechts an mir vorbei ist. Ach komm. In anderen Rollenspielen würdest du mich jetzt angreifen und wärst der schlimmste Feind. Machen wir es hier kurz und bündig. Oh, 60 Erfahrungspunkte für ein Wildschwein. Und das lohnt sich ja richtig. Genau, hier hinten oben nämlich wäre nochmal so ein Verschieberrätsel gewesen. Oder so ein ziemlich Rätsel. Und ich sehe gerade, wie das nämlich auch funktioniert. Das lösen wir jetzt auch noch kurz hier nach oben. Einmal entzünden. Das entzünden. Dann würde ich sagen, jo, das funktioniert. Doch, das müsste doch so funktionieren. Ich hoffe es mal.
dich hierher ziehen. Genau. Das war Teil 1. Jetzt ist die Frage... das wird so vermutlich nicht funktionieren. Nee, halt. Treffen. Lara! Mal sehen, ob das klappt. Ja, nicht ganz. Ach, jetzt alles klar. Nee, logisch. Jetzt weiß ich auch endlich, warum dieses Flugzeug so... Au, das war ein bisschen weit. Dieses Flugzeug so einen komischen Flügel hatte, mit dem ich nichts anzufangen wusste. Nämlich logischerweise, also ich hoffe es mal, ist es logischerweise... Nein, Lara! Nicht von meinem Geschwätz ablenken lassen. Lara, hier nach oben. Dann auf die andere Seite des... Ach, dann machst du es halt nicht von dieser Seite. Auf die andere Seite des Flügels. Hier nach oben. Und dann... probieren wir es mal. Ha! Teil 1 war schon so logisch, dass ich das tatsächlich im Griff habe. Jetzt ist allerdings fraglich, wie komme ich jetzt an Teil 2? Moment, mal kurz überlegen. Dann wird das vermutlich vom anderen Hausdach sein, oder? Okay. Ich hoffe, irgendwo da drin hat es ein wichtiges Teil, das ich brauche. Nur Bergungsgut. Also nur. Anführungsschlusszeichen. Versuchen wir es noch hier vom Dach. Es müsste doch von der Laufrichtung her stimmen. Ah, fast. Hat nicht ganz geklappt. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich hier eine kleine Rätselpassage mache. Also, was stimmt? Ah, doch, es hat doch geklappt. Wollte ich gerade sagen, was stimmt ja nicht. Okay, den Teil haben wir auch. Sind wir hier oben auch schon durch? Jetzt nehme ich an, dass es noch irgendwas mit den Dingern hier auf sich hat. Mal überlegen. Also, mir ist relativ klar, dass ich das so bewegen kann. Nur, was bringt mir das? Hier erscheint es mir dann nicht mehr logisch. Aber ein Teil haben wir noch. Während hier die Raben reklamieren, wie verrückt. Ihr seht ja, ich beeile mich. Hier können wir uns schon mal den Durchgang freischießen. Brauchen wir jetzt zwar noch nicht, aber... Und hier auch nochmal. Stattdessen will ich nämlich kurz noch im oberen Teil... Also hier ist eine Türe. Die können wir uns jetzt auch wieder öffnen. Bergungsgut an allen Ecken und Enden. Mit dieser Statue. Ich weiß nicht, ob es da was auf sich hat, oder? Hier ist wieder so ein Durchgang, mit dem ich noch nicht so richtig weiß, was anzufangen, aber vielleicht erklärt sich das gerade nachher von selber. Jetzt hoffe ich mal, ich kann das jetzt entzünden, diese... Nee, das... Okay, dieses... Nee, ah, alles klar. Zum Glück hat es hier keine Gegner mehr. Ist doch schön, wie das gerade ineinander hineinfließt. Eventuell habe ich noch irgendwo was übersehen, aber... Na, komm. Also, es fehlt mir immer noch ein einziges Teil. Und ich habe das Gefühl,
Das könnte hier irgendwo versteckt sein, aber ich will es jetzt nicht übertreiben. Wir sind jetzt schon wieder sehr gut vorwärts gekommen, habe ich das Gefühl. Haben hier einige Rätsel gelöst. Ich könnte ja mal kurz auf der Karte schauen. Off. Okay. Probieren wir es mal. Ja. Wo müsste sie denn da lang? Ist das hier drin? Was ist hier drin? Die Frage ist, ist es über uns oder ist es unter uns oder? Ihr seht mir hoffentlich nach, dass ich jetzt das auch noch wissen möchte. Also ich weiß noch, hier nach oben, das ging. Vielleicht übersehe ich das deshalb. Ach nein! Simpel, das doch sein könnte. Ist es hier? Ne, das wird unter mir angezeigt. Aber was hat es denn hier mit auf sich? Ne, macht in sich keinen Sinn. Komm, Lara, runter. Runter. Es wird immer noch unter dir angezeigt. Ich will nämlich, das sieht aus wie ein Tagebucheintrag. Ach nein! Noch weiter unten? Ja, okay. Übersehen. Nee, falsche Waffe. Schick sieht's aus. Ich würde es jetzt nicht essen, aber man schmiert sich ja das vermutlich auch eher auf die Haut. Hier sind wir auch durch. Wieder ein Rätsel beendet. Ihr seht, ich hole ein bisschen Sachen nach. Ich werde die Episode vermutlich dann auch so benennen. Jetzt machen wir hier einen Wegpunkt setzen. Wo sollte das sein? Das muss in dem Fall eher oben sein, wieder. Also, falls ihr nur die Halbgeschichte sehen wollt, dann könnt ihr, glaube ich, diese Episode komplett überspringen. Ich werde sie dann auch dementsprechend so benennen. Versuche mich daran zu erinnern, wenn es denn soweit ist. Hier geht es jetzt wirklich nur darum, die letzten Geheimnisse im Moment zu lüften. Das müsste in dem Fall in der Felswand sein. Nein! Das war jetzt schlecht. Ganz schlecht sogar. Das war jetzt komplett verkehrt. Nein! Wieder falscher Knopf. Jetzt gerade in den letzten 3 Minuten stelle ich mich selten dämlich an. Das bin ich doch gar nicht sonst. Die mittlere Maustaste. Ach, Lesen ist eine Kunst für sich. Letzter Versuch. Immer noch nicht hier, das müsste hier links dann sein. Ich frage mich allerdings gerade. Nee, das ist immer noch nicht hier, das ist, muss in dem Fall doch draußen sein. Draußen und dann. Ach! Hier hinten war ich da noch gar nicht.
Okay. Ach. Wie einfach es doch eigentlich manchmal sein könnte. Allerdings sehe ich es jetzt gerade wieder nicht. Ach, da bist du. Was nehmen wir als nächstes vor? Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Und untersuchen das. Das müsste... Okay. Zum Glück habe ich das gerade noch gesehen. Nein! Oh. Oder um Homer Simpson zu zitieren. Oh. Ich kann es nicht so gut. Ich merke es gerade. Ich will die Gewehre teile. Ihr merkt das vielleicht. Weg damit. Jetzt klammer dich fest, Mädchen. Das war der Teil. Und was nehmen wir uns jetzt vor? Was in der Wolfshöhle hat es noch was? Aber wenn wir schon in zur Wolfshöhle gehen, dann können wir auch hier uns einen Wegpunkt setzen. Und das bedeutet wohl hier rüber. Nochmal rüber. Das wird niemals reichen. Nee, das hätte mich jetzt erstaunt. Mal ganz kurz, das ist hier oben. In dem Fall ab nach oben. Ach, die liebe Sam. Die wird schon Verständnis haben, dass ich hier zuerst mal alles absuche. Ist ja auch zu ihrem Besten. Nee. Nee, ganz schlecht. Nein, was mache ich denn? Oh. Äußerst ungeschickt gerade gewesen. Hab mich selber ein bisschen verwirrt von der Steuerung her. So, war's gedacht. Und wie konnte ich das hier oben übersehen? Ach, das ist noch weiter oben. Ist jetzt allerdings schlecht, weil ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie ich da nach oben gekommen bin. Und ich glaube, wenn es so ist, wie ich jetzt gerade denke, dann ist es ein verflucht weiter Weg, um da ranzukommen. Gehen wir also lieber zuerst mal in die Höhle. Denn das andere ist ja in der Höhle, genau. Und die Höhle ist verschüttet? Das heißt, hier komme ich gar nicht mehr ran, oder wie? Okay. Oben durch? Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber... Also hier unten komme ich ja eindeutig nicht mehr ran. Das sieht man ja relativ eindeutig. Aber komischerweise, ich meine, ich kann mir kaum vorstellen, dass die ein Geheimnis einbauen, dass man dann später gar nicht mehr ran kann. Oder doch? Was das Zeichen soll? Schatzkarte. Die habe ich aber schon. Sonst würde sie anders gezeigt werden. Aber hier, Dokument. Und an das komme ich nicht mehr. Schade. Also ich wüsste zumindest jetzt nicht gerade, nicht wie. Ich probiere es dann mal offline. Nehmen wir stattdessen halt diesen Wegpunkt. Okay.
probieren wir es. Das heißt hier rüber. War hier rüber. Hier nach oben wieder. Direkt komme ich noch nie. Ja, wobei, doch. Ich müsste doch eigentlich klettern können. Probieren wir es mal, ob das wirklich, ob das eventuell so klappt, wie ich es mir denke. Ich denke, ich habe die Befürchtung allerdings, ich mache gerade den Weg umsonst, aber vielleicht ist ja die Dame tatsächlich so beweglich, wie ich mir das hoffe. Ja, sie ist es. Ha! Also, unglaublich, was die alles mit sich machen lässt. Das heißt, hier wieder rüber. Das entzünden. Nee, entzünden. Den Bogen nehmen. Bitte fall. Danke. Bitte fall genau darunter. Und jetzt müsste eigentlich das ganze Ding... Ach, das ist unter dem Ding. Unter dem Gebäude. Kommst du hier runter, ohne dass du... Ja, wir probieren es jetzt lieber nicht. Gehen wir nach Sicherheit vor. Ich hätte eigentlich als Schatzsucher logischerweise hier unten suchen müssen. Okay, das wäre jetzt der Teil auch. Und jetzt ist hier hinten noch einer. Ja, nee. Das dürfte der letzte sein. Und dann eben, wie gesagt, hier hinten das Dokument noch. Das muss ich halt irgendwann später mal herausfinden. Das befindet sich unter mir. Sehe ich das richtig? Ja, befindet sich unter mir. Ich hoffe, wir sind noch da. Irgendwas hat nicht ganz geklappt. Irgendwas habe ich jetzt gerade grundverkehrt gemacht. Ich mache eine kurze Pause und mache dann hier weiter, weil ich bin gerade unsicher, was die Videoaufnahme betrifft. Auf gleich wieder.